Der muss auf jeden Fall hier runtergezogen werden. Dafür muss der hier aber verschwinden. Und wenn ich den zur Seite packe, dann ist der hier im Weg. Das heißt, der hier muss verschwinden. Den kriege ich in der Theorie auch weg. So. Aber jetzt ist der im Weg. Und den kann ich nur so hin und her schieben. So vielleicht. Und dann so. Und dann so. Und so. Und so. So ist ja schon ganz gut. Aber jetzt kriege ich den natürlich nicht runter. Weil der im Wege ist. Der müsste mich noch eins zur Seite. Und der müsste einen nach oben. Und der müsste nach hier irgendwo hin. Aber dann habe ich keinen Platz mehr für den. Das ist mir gerade echt ein Rätsel, wie das hier gehen soll. Das andere Schieberätsel ging noch relativ gut. Aber das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie komme ich nicht auf Rätsels Lösung. Ich bin ja schon mal ein Stück weiter, aber wohin damit? Den will ich gar nicht mehr weg haben da unten. Der liegt so schön. Weil so ist verkehrt. So vielleicht. Nach oben. Ja, es geht nicht, weil jetzt steht der im Weg. Oh, Mann, ey. Ich kriege hier gleich wirklich ein zu viel. Ich rutsche mal weiter runter hier. Ups. Vor allen Dingen bin ich wirklich kein Mensch von Geduld. Drück gleich wieder auf Überspringen. Also sorry. Aber das ist mir echt gerade unbegreiflich, wie ich das machen soll. Ich probiere jetzt gerade hier irgendwie nur aus. Schieb der gerade hin, wo sie hinpassen können. Ich kann ja auch so einen machen, ne? Das ist wohl eine Möglichkeit. So, okay. Das eröffnet mir tatsächlich neue Möglichkeiten. Ich muss jetzt mal gucken. Wie kriege ich den? Genau, den hier wieder weg. Den hier runter. Den vielleicht in die Seite. Den ganz nach oben. Einmal ran. Einmal hoch. Na. Ja. Ja. Oh. Achso. Puh, das stinkt vielleicht. Aber es hat geklappt. Die Tür ist auf. Dann wollen wir eintreten, wa? Mal gucken, was uns Spannendes erwartet. Aua! Das hat wehgetan. Ich fasse es nicht an. Da drin ist ein winziger Mann. Er hat mich mir in den Arm gepiekst. Ich habe immer noch viel von diesem Kuchen übrig. Wenn ich noch einmal etwas Schrumpfkuchen esse, komme ich mühelos ins Puppenhaus. Na dann, guten Appetit. Muss ich das so machen? Hoffentlich greift mich der kleine Mann nicht an. Als Winzling werde ich es ziemlich schwer haben, an ihm vorbeizukommen. Hätte ich mir vorher meine Waffe gesucht. Kapitel 11. 11. Die Gerichtsverhandlung. Der oder was? Der uns gepiekt? Dann kriegst du jetzt erstmal... Tsch, 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 haue. So. Suche die Mädchen. Hallo, du da. Halt! Was hast du hier zu suchen? Ich bin auf einer Mission der Barmherzigkeit. Du musst mich vorbeilassen. Ich habe den Befehl, niemanden vorbeizulassen. Wenn du passieren möchtest,
musst du mich im Kampf besiegen. Also gut, dann müssen wir eben kämpfen. Welche Waffen sollen wir benutzen? Waffen? Wir zücken selbstverständlich unsere Kampfkarten. Ich habe keine Kampfkarten. Ich muss welche suchen. Kampfkarten. Zeit für ein Duell. Wieder? Nee. Meine Kampfkarten. Spiel ich jetzt gleich Mau Mau mit ihm. Mau Mau. Kampfkarten. Voll die gefährlichen Kampfkarten, ey. Ich zeig's dir gleich mit meinen Kampfkarten. Werde ich dich verprügeln. Es wird tatsächlich immer schwerer, die Teile tatsächlich zu finden. Also die Suchbilder werden generell etwas schwerer, was ja auch nicht so schlimm ist, da oben. Es muss ja auch so sein, sonst wird es ja auch langweilig. Das ist nichts, ne? Weil die verschmelzen mittlerweile so stark mit dem Hintergrund, dass es echt immer tatsächlich immer schwerer wird, die Suchteile hier oder die Sachen rauszufinden. Ja. Und ich bin wirklich kein Mensch von den besten Augen, kein Mensch, der die besten Augen besitzt. Hier hinten, es zählt nicht. Zwei haben wir noch. Haben wir die ultimativen Kampfkarten? Ja. Tja. Zwei Stück noch. Ich drück manchmal so drauf, weil das dann tatsächlich in der Textur so aussieht, als könnte sich da was hinter verbergen. Das zum Beispiel. Aber. Muss wirklich schon echt genau gucken. Ist echt nicht einfach. Ich rutsche mal weiter runter. Ich bin immer. Ich bin nachher ganz aus dem Bild. Hat der auch eine Kampfkarte hier dran? Nee, ne? Der hat hier seine Umgürtel. Nummer 5. Nummer 5 lebt. Da. Eine einzige noch. Na komm, die muss ich finden. Ich habe das gerade mit dem Schieberätsel auch hingekriegt. Dann schaffe ich da jetzt diese ulkige, blöde Karte zu finden. Huch, nee, da will ich nicht hin. Zählen wahrscheinlich nicht. Ich klicke trotzdem mal drauf, sicherheitshalber. Das da? Nee. Da. Ich hab die Karten. Also auf in den Kampf. Hier, Zeit für ein Duell. Wie bist du derart... Achso. Wie bist du an derart mächtige Karten herangekommen? Ich habe Jahre gebraucht, um meine Stapel zu vervollkommen. Du hast mich besiegt. Was? Ich dachte, wir sollen jetzt kämpfen. Ich habe jetzt Karten gefunden. Was ist das denn? Oh Mann, ich bin enttäuscht. Ich dachte, ich kann es mal Mau spielen. Wow, wir haben Karten gefunden. Wir sind die Übermächtigen. Die Wache der Herzogin hat mir einige Tickets beigebracht. Tricks beigebracht. Ich kann heute irgendwie nicht lesen. Nochmal. Die Wache der Herzogin hat mir einige Tricks beigebracht. Hat sie gar nicht. Es tut mir leid. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Ich muss die Mädchen retten. Ja. Der wird sein Leben lang mit kämpfen müssen. Wir haben ihn jetzt fertig gemacht. Richtig fertig. Richtig gegeben haben wir ihm es. So, nu? Und nu? Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihm noch eine runterhauen oder so? Ach so, da hinten irgendwie geht's weiter oder so?
Der Dialog ist stark. Oh je, dieser Raum sieht aus wie ein Gerichtssaal. Ich weiß gar nicht, was für eine Stimme ich für sie genommen hatte. Es ist ja auch ein Gerichtssaal. Du wirst wegen Verbrechen gegen das Wunderland angeklagt und dann zum Tode verurteilt werden. Sollten nicht die Geschworenen das Urteil fällen? Eigentlich schon. Aber sie werden schon das richtige Urteil zu fällen wissen, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Einspruch! Abgelehnt. Was? Was ist das denn für eine Ulknudel? Ist das nicht eigentlich... Also die hätte mir vom Charakterdesign jetzt als Herzkönigin noch besser gefallen. Sieht doch gut aus. Warum hat man die nicht genommen? Warum sieht sie so gewöhnlich aus? Ja, das mit dem Gerichtssaal kommt ja in der Disney-Version auch vor. Mit den... Wo die Tiere da sitzen auf dieser Bank, also auf dieser geschworenen Bank. Und dann verhören sie doch die Zeugen. Dann kommt, ich bin mir nicht sicher, die Maus. Diese Maus, die so in der Teekanne sitzt. Und dann verhört die Königin diese Maus. Und dann sagt sie doch, husche, husche, tiefe Nacht, hat sie sich davon gemacht. Und dann fangen doch diese kleinen Viecher an, das alle aufzuschreiben. Und dann husche, 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 husche. Gut, was hast du sonst noch zu sagen? Ach so. Es ist mir vorher nie bewusst geworden. Aber die Königin ist in Wirklichkeit nur ein kleines Mädchen. Sie sieht auch genau aus wie auf dem Zeitungsfoto. Die Königin ist Alice. Was? Und die Geschworenen sind die restlichen verschollenen Mädchen. Moment mal. Sollten da nicht 12 Geschworene sein? Keine Sorge. Jeder der Geschworenen hat 2 Stimmen. Einspruch! Abgelehnt. Meine Güte, das sind ja sogar die Gewänder einer Königin. Ich bin die Herzkönigin. Bevor die neue Königin kam, war ich die rechtmäßige Monarchin dieses Landes, diesem Land. Was ist passiert? Warum sind Sie hier? Ich bin deine Verteidigerin. Ich helfe dir, wenn du mir hilfst, den Thron wiederzuerlangen. Du musst für deine Verteidigung Beweismaterial zusammentragen. Beeile dich damit, bevor man dich verurteilt. Ich halte sie bei Laune so lange, wie ich kann. Welche Beweismaterialien soll ich denn nur einsammeln? Vielleicht finde ich ja etwas, wenn ich durch das Puppenhaus in Alice' Zimmer zurückkehre. Woher weiß sie das? Sammle Alice Sachen für deine Verteidigung. Alles klar. Machen wir. Wie komme ich wieder raus? Ja. Moment, dies ist Alice' Zimmer. Bestimmt finde ich hier Gegenstände, mit denen ich die Königin überzeugen kann, wie boshaft sie ist. Ich werde ein paar Fotos machen und einige kleine Dinge mitnehmen. Punkt CTR unter Punkt Waiting Input. Was? Da hat man wohl nicht aufgepasst bei der Entwicklung, würde ich mal sagen. Was? Sammle alles Sachen für deine Verteidigung. Fotos. Soll ich Fotos finden? Hä? Ich wollte aufs Inventar. Nicht auf die Fotos. Ich wollte mir nochmal ganz gerne... Es ist schade, dass ich mir Gegensterne hinterher nicht nochmal angucken kann. Ich wollte mir gerne das Foto nochmal anschauen, damit ich wirklich vergewissern, ob sie recht hat. So. Bleib da oben, du. So, Fotos. Da ist eins. Und dann brauchen wir... Das ist natürlich ganz klar. Das da? Nein. Na komm, das muss doch easygoing sein. Das da vielleicht? Das ist doch hier, ne? Sonst wäre es doch rot. Hier unten ist es doch rot, oder? Ja. Also ich soll bloß 2 Fotos sammeln und dann bin ich schon durch?
Ich muss nur noch das Foto finden, ne? Nein, ich klicke nicht wahllos durch die Gegend. Das ist alles gewollt so. Hey, ich sehe nichts. Nein, 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 nein. Das sind sie nicht, ne? Nö. Das habe ich schon geklickt. Das da? Hä? Ach da, auf dem Stuhl. Sieht so floch aus. Vielleicht bringt das ihr Gedächtnis auf Trab. So, jetzt muss ich... Achso, nee. Alice Sachen. Die sind nicht hier. Oh, den Hasen habe ich schon gesehen. Der ist da. Karten. Dann nehmen die Harten kommen in den Karten. Eine Raupe, ein Kürbis. Da ist der Kürbis. Das ist die Raupe. Hä, man kann... Ach so, die leuchten dann. Alles klar. Karten. Dann so ein Bild. Ist das hier? Ja. Ach so, das sind die Sachen, wo wir uns befunden haben, ne? Das ist diese Jabba der Hutt-Raupe. Das ist der das Kürbisteil, da war an diesem See. Das war der Garten. Das war mit dem, wo wir den Hasen gefunden haben. Den Zwischenhasen. Und jetzt wollen wir noch das Kartenspiel, wo wir ein episches Duell mit dem Kartenheini gewonnen haben. Ganz toll. Karten. Karten, 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 Karten. Da hinten? Nö. Karten müssten ja eigentlich relativ flach irgendwo liegen dann, vermute ich mal. Da geht wieder hoch. Man sieht, ich halte es vor Spannung kaum noch aus. Ich bin auf diesen Plot unglaublich gespannt. Oder war es der auch schon? Nicht. Auf dem Boden vielleicht irgendwo? Ach Mann. Also hat Alice Mädchen entführt und regiert jetzt das Wunderland. Und das die Story jetzt richtig... Oh, richtig verstanden? Irgendwie seltsam. Hoffentlich kann ich dies als Beweis gebrauchen. So, jetzt schnell zurück ins Wunderland. Gut, dann hier wieder durch das Puppenhaus. Oh nein, ich habe die Rahmen fallen lassen. Ich muss sie wieder zusammensetzen, bevor ich sie bei der Richtfahne vorne. Natürlich, es muss nochmal gepuzzelt werden. So setze ich Rahmen auch immer zusammen. Der zersplittert mir auch immer gleich das komplette Bild. Ist ganz logisch sowas. Kann ich das schon hinpacken? Ja. Da ist so ein Sich, das kommt dahin, das kommt da. Hä? Achso, es sind zwei Bilder. Gut, okay. Deswegen auch zwei Rahmen. Das packe ich mal hier an die Seite. Achso, sie hat gleich beide kaputt gemacht, ne? Na super. Das war ein Holzkopf. Ich hasse das immer, dass man immer so wenig Platz hier beim Puzzeln hat. Ich breite mich immer möglichst weit aus. Andere Puzzle wieder. Das auch. Das glaube ich auch. Gut, das gehört zum anderen Puzzle, glaube ich.
Achso, das ist das. Und das. So, ein Puzzle habe ich. Es wäre nett, wenn man mir noch mehr Platz geben würde. Schiebe ich jetzt hier. Da. Hier, nimm den Cheat. So. Der Arm kommt dahin. Da habe ich mir noch nicht ganz sicher, wo das hinkommt. Das gucken wir gleich. Das sieht doch aber so aus, als würde es hier oben irgendwie irgendwo hinkommen. Hier ist der Restkopf. Das kommt dann auch dorthin. Easy going. Die Puzzle, die fallen mir tatsächlich am leichtesten. Und fadisch. Habe ich gut gemacht, ne? So. Und nun